spreche mit dem Herrn Rainer Relit. Anwesend. Okay, super. Also ich rufe Sie an, da ich gesehen habe, Herr Relit, dass Sie oder ein Angehöriger eine Pflegestufe haben und bisher noch keine kostenlose Pflegestufe bekommen haben. Ist das richtig? Ja, das ist pures Gangstalking. Also was meinen Sie ganz genau? Diese dauerhafte Nachstellung aus dem Internet. Das geht jetzt seit 3,5 Jahren so. Also bekommen Sie dann monatlich auch von der Pflegekasse Pflegehilfsmittel, Herr Relit? Ja, ja. Bekommen Sie und können und sind auch zufrieden damit? Nee. Sind Sie nicht? Okay, also wieso ganz genau, wenn ich fragen dürfte, Herr Relit? Was war die Frage? Also, wieso sind Sie nicht zufrieden mit dem Produkt? Sie wirken sehr nervös. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, also bei mir ist alles in Ordnung, nur das ist mein zweiter Arbeitstag, Herr Relti. Ach! Genau, darum bin ich nicht zufrieden. Dann mal in aller Ruhe, ne? Ich laufe nicht weg. Okay, ich bedanke mich für die Mühe. Sie haben dann eine Pflegestufe und bekommen auch Pflegehilfsmittel monatlich von der Pflegekasse. Ich habe das richtig verstanden. Nee, meine Frau geht immer einkaufen. Ach so, Sie bekommen dann keine Pflegehilfsmittel monatlich von der Pflegekasse. Ich weiß gar nicht, was das ist, von daher würde ich Nein sagen. Ach so, okay, dann hat sich das schon auch erledigt, Herr Relti. Was denn? Also ist es so, sind Sie eine pflegebedürftige Person, also haben Sie eine Pflegestufe? Ja. Genau. Und diesbezüglich haben Sie auch das Recht, kostenlose Pflegehilfsmittel zu bekommen monatlich von der Pflegekasse. Was denn? Also Pflegehilfsmittel. Ja, was bedeutet das? Also zum Beispiel Mundschutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und auch Inkontinenzprodukte. Also Sie meinen jetzt wegen den Affenpocken, ne? Also nicht wegen den Affenpocken, sondern allgemein. Also ja, weil Sie Mundschutz sagen, ne? Genau, also genau. Mundschutzmasken brauchen wir auch immer. Da haben Sie recht. Ja. Also ich meine, dass Sie halt generell das Recht haben für die Pflegemittel, weil Sie eine Pflegestufe haben. Also haben Sie das Recht dafür. Ich habe Recht. Genau, also Sie haben das Recht, monatlich kostenlose Pflegemittel zu bekommen. Von der Pflegekasse. Ja, dann schick rüber. Genau, also diesbezüglich rufe ich Sie auch an, Herr Relti. Ach so. Genau, also ich rufe an, also wir machen den Antrag an der Pflegekasse für Sie. Also wir sind ein Anbieter. Wovon denn? Also wir sind von der Prosenio GmbH, also das ist die Pflegeboxgesellschaft. Die Pflegeboxgesellschaft? Genau, wir sind von der Pflegeboxgesellschaft. Was pflegen Sie so zu tun? Also es ist so, wir sind ein Anbieter, die mit der Pflegekasse arbeiten und die Produkte für die Pflegekasse an die Person zusenden. Also postalisch. Also Sie werden monatlich postalisch immer bis zur Tür unsere Produkte bekommen. Gibt's das auch, sagen wir mal, das ist ja heute alles nicht mehr so einfach, gibt's das auch zum Runterladen? Genau, das werde ich auch machen. Ich werde Ihnen auch alles in Schwarz und Weiß zusenden. Und Sie können da auch alles in Schwarz und Weiß auch durchlesen. Nein, ich meine zum Ausdrucken. Ausdrucken, ja natürlich. Sie können auch, Sie bekommen auch eine PDF-Datei mit der E-Mail, das können Sie auch ausdrucken. Also da sind die Handschuhe dann dabei, ne? Also ich kann die Produkte auch durchlesen gerne. Ach so. Genau, das werde ich machen. Also die Produkte können Sie auch selbst auswählen. Ist das gut? Also normalerweise sind das immer so feste Boxen, aber bei uns... Feststoff? Also Festbox, also die bekommen immer das gleiche eigentlich. Bei uns, bisschen Abwechslung ist ja schon nicht verkehrt, ne? Genau, also bei uns können Sie die Produkte selbst auswählen und monatlich auch ändern. Also ja. Zum Beispiel, meine Mutter war auch immer so, sie hatte auch immer eine Box bekommen, aber wir hatten so viele Handschuhe zu Hause, ich konnte das per eBay auch verkaufen. Also, was kostet das denn bei Ihnen? Also es kostet nichts, es ist kostenlos. Ne, Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben Handschuhe zu verkaufen. Also das ist nur zum Beispiel, also wir haben zu Hause sehr viele, ja. weil wir nicht die Option hatten, die Produkte selbst auszuwählen. Aber Sie werden die Produkte auch kostenlos bekommen und die Produkte können Sie auch selbst auswählen.
Ja, und sind da auch, sagen wir mal, irgendwie so Hasen oder sowas drauf? Alles klar, also meinen Sie Masken für Kinder? Ja, oder Ja, Handschuhe auch. haben wir auch natürlich. Das ist gut, weil ich mag das Also, gern ein bisschen farblich. genau, das ist natürlich super, da verstehe ich Sie. Also es ist so, da mache ich einen ganz kurzen Datenabgleich, Herr Relti. Hasen, wir haben Also drei Stück. ein Datenabgleich. Ja, wie viele haben Sie denn? Also wir haben keinen Hasen, Herr Relti. Wir haben Hasen auf den Masken. Ja, wie viele sind da drauf? Also das kann ich nicht einsehen, ehrlich gesagt. Also ich dachte, Sie kennen Ihre Produkte. Also ist es so, natürlich, aber ich kann das, aber ich habe natürlich nicht die Affen gezählt. Also ich benutze die erwachsenen Mundschutzmasken. Ach so, und was haben die für eine Luftdurchlässigkeit? Wie bist du nochmal? Na, die Luftdurchlässigkeit, die wird ja in wie bei so einer Wassersäule gemessen, in Milliliter. Also die Information kann ich auch ganz kurz kontrollieren, kein Problem. Also Sie sind der reine Rät hier, richtig? Immer noch, ja. Und die Adresse ist an der Bildeiche 31. Nee, da wo ich schon 20 Jahre nicht mehr. Ach so, und können Sie mir Ihre Adresse mitteilen, damit ich es eintragen kann für die Pflegekasse? Ja, das ist Alt-Sauerberg 8. Alt-Sauerberg 8. Ja. Okay, einen ganz kurzen Augenblick noch bitte. Ist vielleicht einfacher, wenn ich Ihnen erst die Postleitzahl gebe. Also das wäre natürlich super. Das sind Emskirchen, oder? Ganz genau, Sie sind ja gut. Genau, also ich kenne mich schon besonders Ja, eigentlich. Metal-Leute. So, das ist die Kennst du den Rainer? 91448. Also leider kenne ich niemanden in Emskirchen. Also ich lebe da nicht, sag ich mal. Na, da muss man ja nicht wohnen, um den zu kennen. Der ist ja der König vom Internet. Ach so, also kenne ich leider nicht, ehrlich gesagt, aber werde ich recherchieren. Ja, unbedingt. Das, Das ist da, da, da merkwürdig, ehrlich tut sich eine gesagt. ganze Welt auf, du. Das werde ich machen. Guter Junge. Wie Das alt ist bist du denn? Altschauerberg 8. Ich bin 20 Jahre alt. Ha, da habe ich richtig getippt. Ja, genau. So, Altschauerberg 8 haben Sie gesagt. Und Geburtsdatum ist 17.11.1982, oder? Bitte nein, 46. 46, das wurde dann falsch eingetragen. Wer hat das denn gemacht? Also ich glaube, Sie hören sich sehr jung an, darum, wo das gemacht ist, wahrscheinlich. Ich höre mich jung an, da sind Sie der Erste, der das sagt. Ja, also bei mir hier war von mir. Also 17.11.1946. 46, ja. Hab Und schon dürfte viel ich mal. mitgemacht. Ja, genau, also das ist super, aber bitte immer gesund bleiben und positiv bleiben, Herr Reitier. Was soll ich machen? Immer gesund bleiben und positiv bleiben. Aber nicht Corona-positiv. Ja, genau. Also der war gut auf jeden Fall. Und die Affenpocken halt, ne? Also die Affenpocken hoffentlich nicht. Also das sieht sehr schlimmer aus Corona. Das glaube ich auch. Also und bei welcher Krankenkasse sind Sie denn, wenn ich fragen dürfte? Nochmal, was war die Frage? Also bei welcher Krankenkasse sind Sie denn? AOK. AOK. So, das ist dann, in welcher Region ist das? Also es gibt ja mehrere AOK. Nordwest. Nordwest, okay. Wissen Sie, wofür AOK steht? Ja, also AOK ist eine Krankenkasse. Ja, aber was bedeutet AOK? Also na, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, weil ich erst, wie gesagt, neu bin da und habe ich erst ehrlich gesagt nicht gefragt, Soll Herr ich Ihnen Relti. das sagen? Ja, natürlich. Das bedeutet Allgemeine Ortskrankenkasse. Okay, gut zu wissen. Ich bin Schreiben also Sie für sich den das mal Patienten. auf, die Frage kommt bestimmt noch öfter. Okay, das werde ich aufschreiben. Also nochmal bitte. Allgemeine Ortskrankenkasse. Okay, das schreibe ich jetzt ganz schnell auf. Guter Junge. Und macht das Spaß, da zu arbeiten? Ja, also ich habe ein sehr gutes Team und wir mit der Personalgruppe sind wir sehr zufrieden als, wie gesagt. Und die Arbeit, die wir machen, ist auch sehr schön, wie gesagt. Wir empfehlen die pflegebedürftigen Personen ihre Rechte und erklären das und erledigen die Papierkram für sie. Und Ja. das ist halt sehr super.
das mögen Sie gern machen, ja? Genau, also ich mag es, die Pflegebedürftigen sehr gerne weiterzuhelfen, Herr Relit, mit dem Papierkram und so alles. Und die und natürlich die Rechte auch zu erklären. Welche Rechte so. Habe ich bei Ihnen denn? Also Sie haben, weil Sie eine Pflegestufe haben, das Recht erstmal kostenlose Pflegehilfsmittel zu bekommen monatlich. Ja, also Sie sind Rechtsexperte sozusagen. Genau, also ich berate die pflegebedürftige Person, sage ich mal. Ach so. Genau. Und Sie haben noch das Recht für ein kostenloses Notrufsystem. Was ist das denn? Also wissen Sie, was ein Notrufsystem ist? Ja, ich bin früher zur See gefahren. Ich hatte immer eine Signalpistole in der Kiste. Also das ist nicht sowas, das ist so klein wie ein Autoschlüssel. Da klicken Sie drauf und dann, also das ist halt für Notfallsituationen, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie im Bad sind und so stürzen, ich hoffe natürlich nicht. Ach, wenn die Russen kommen. Nicht wenn die Russen kommen, sondern wenn Sie zum Beispiel stürzen und im Bad und können gerade nicht an Ihrem Handy und dann klicken Sie auf den Knopf drauf. Und danach werden wir einen Notfallwagen zusenden, für den Notfall. Ach, das machen Sie auch noch, das ist ja Multitalent. Also das machen wir nicht, das macht die Notrufzentrale. Ach so, ja, die kennen mich gut. So, kurz. Und dann brauche ich nochmal die versicherte Nummer, die auf der Krankenkarte steht, damit wir den Antrag machen können. Altschauerberg 8. Also ich meine die versicherte Nummer. Ja, ja, sag ich doch. Also das war nicht die versicherte Nummer, Herr Relti. Hat das einen tieferen Hintergrund, dass Sie minütlich meinen Namen wiederholen? Also das steht ist bestimmt nicht. Bei Ihnen in der Schulung drin, ne, dass man ganz oft den Namen der Leute sagen muss. Also eigentlich nicht, aber ich bei Bedarf eigentlich. Also nur am Anfang sage ich das immer normalerweise. Aber ja. Haben Sie den Text noch da vorliegen, den Sie gelernt haben? Ja, also eigentlich nicht, weil ich den schon kenne und nicht mehr den benutze, sag ich mal. Ach, so schnell ja, geht das bei Ihnen? Genau. Und wie lange hat das Training da gedauert? Also das Training dauert einen Tag, also reicht schon. Einen Tag und danach sind Sie genau. Rechtsexperte? Also ist es so, wie gesagt, wir werden halt nicht für ganzen Sachen trainiert, sondern wie gesagt, nur für die Pflegebox und für die Notrufsysteme. Ja, und wer kommt genau. dann da? Ist das der Arbeiter-Samariter-Botter? Wie bist du nochmal? Na, wenn ich diesen Knopf drücke, kommt dann der Arbeiter-Samariter-Otter? Also nicht ein Arbeiter, sondern wie gesagt, die Notrufzentrale wird kontaktiert. Also ja. Erstmal wird eine Bezugsperson kontaktiert, die wir eintragen werden. Haben Sie eine Bezugsperson, die Sie eintragen können? Ja, der Rudi, ne? Der Rudi Winkler. Also den tragen wir ein, danach wird der Herr kontaktiert. Nee, der lebt ja nicht mehr. Also sind Sie da sicher, dass Sie der Herr Rainer Rätig sind, ehrlich gesagt? Bitte? Also bin ich da richtig? Also sprich ehrlich mit dem Herrn Rainer Rätig? Warum denn? Okay, also kein Problem, wie gesagt. Also haben Sie auch eine andere Bezugsperson? Also ein Nachbar oder halt von der Familie jemand? Ach, die wollten alle immer nur mein Geld haben. Und denen will ich eigentlich gar nichts mehr hören. Okay, da verstehe ich. Dann machen wir das nur für die Pflegebox, damit sie monatlich von der Pflegekasse ihre Pflegehilfsmittel bekommen. Ja, das ist gut, oder? Okay. Also das sind Pflegehilfsmittel in Wert von 40 Euro, damit sie Bescheid wissen. 40 Euro? Ich dachte, das ist kostenlos. Also normalerweise haben Sie das Recht für 40 Euro Pflegehilfsmittelgeld. Aber wie gesagt, Sie bezahlen dafür nichts. Das ist in Wert von 40 Euro. Also das wird von der Pflegekasse übernommen. Kann man das auch in bar ausgezahlt bekommen? Also eigentlich nicht. Wie gesagt, Sie werden das halt nur mit der Pflegehilfsmittel bekommen, Herr Relti. Und was gibt's da jetzt? Was kann man da reinpacken? Sie wollten die Liste vorlesen. Genau, werde ich gerne machen. Also einmal haben wir die Flächendesinfektionsmittel. Was für ein Zeug? Flächendesinfektionsmittel. Was bedeutet das? Also das können Sie in den Flächen benutzen für die Desinfektion, also auf dem Flecken? Boden. Flächen, für die Flächen. Also wenn ich Grasflecken in der Hose habe, meinen Sie, ja? Also Flächendesinfektionsmittel. Also ein Fleckenentferner für die Waschmaschine? Nicht für die Waschmaschine, sondern für die Flächen, nicht für die Lecken.
Für die was? Jetzt spähe ich durcheinander, Entschuldigung. Hallo. Ja, das war ihm dann wohl doch zu viel.